Ja, und da ist sie, die neue Folge, und ich habe gegoogelt und ich weiß jetzt, wie das da mit der Medizin ist. Und zwar ist Antiseptikum gleichbedeutend mit dem Bartflechtenverband. Jetzt ist aber der Vorteil natürlich, dass die Sachen da nicht ablaufen. Ich sie aber wieder herstellen kann. Ich kann aber für 0,7 kann ich zweimal von denen mitnehmen. 0,2. Quatsch, ich kann 3 mitnehmen. Und dann das gleiche wie das Antiseptikum. Ja. Also, ich gehe davon aus, ich finde mehr als genug Brennmaterial. Also, ich meine, ja, das muss auch so sein. Ich würde aber ganz gern alles, was mit Zundhölzer zu tun hat, mitnehmen. Weil ich glaube, das sind Sachen, die man nicht selber herstellen kann. Somit ist das eines von den Elementen, die irgendwann ausgehen und dann ist Game Over. Und es ist ja nicht so, dass die jetzt wahnsinnig schwer werden. Mit Brandbeständigung müsste es eigentlich ganz dick sein. Ja, ja. Mehr kann ich da wirklich nicht mitnehmen. So, jetzt haben wir noch das Thema Kleidung gehabt. Und da würde ich gerne noch ein paar Sachen auseinandernehmen. Für Reparaturmaterial. Mit Stoff. Und die Schuhe wahrscheinlich Leder. Zerlegen, genau. Oh, das Ding ist noch mega lang. Ja, Omi, heute sind wir mal schön in deinem kuscheligen Heim. Das wäre schon alles gewesen. Ich habe Durst. Gar nichts Futter dabei, meine Fresse. Zwei. Oh. Stimmt, das muss ich unbedingt noch machen. Ja, das wird eine grosse Stoff- und Schuhzerleg-Folge werden. Ich sollte allerdings noch schnell rübergehen. Also, ich nehme einen Topf mit. Ich will jetzt noch schnell schauen, welcher ist der beste. So.
Ich kann schnell wegen dem Haus schauen. Think about his food. Ja, das kann ich nur zu gut. Okay. Wieso kaputt? Würde ich hassen. Das muss ein krasser Haus sein. Killerhaus. Naja, Omi, ich komme wieder zurück, um noch ein bisschen Sachen zu legen. Das war ja mal neu. Ich hoffe, ich werde in der zweiten Episode auch noch die Möglichkeit haben, einen Haus zu legen. So, wir machen weiter mit dem munteren Kleider zerstören. Okay, ich sehe, gibt es von der Zeit her doch noch einige Unterschiede. Ja, wäre eigentlich alles gut noch zum Mitnehmen. Was mit dem neuen Stoß, das muss lange. Das muss lange. Das muss definitiv lang. So. Also es kommt alles, was Licht ist. Alles also im gleichen Bereich. Umi! Also noch mal eine Ladung. Gewicht 25. Wir haben Tomatensuppe und ein paar Pfirsich. Zur Feier des Tages.
kein Getränk mehr. Macht das Sinn, wenn ich noch ein bisschen Wasser getrückeln. Omi, ich gehe mal dein Klo an. Ich brauche nämlich Wasser. Oh, habe ich schon. Kalorien 774, das langt wahrscheinlich. Aber wie so ein längerer Schlaf werden wird, haben wir noch etwas rein. Ich muss mal schauen, was das alles so für Nährwert hat. Das ist alles vom Gewicht her gleich. So. Oh, 500 ist cool, 300, 600, 350. Also, das heisst der. Gut, der macht sich Asymptose, ist schwer. Riegel. Und tack. Okay, das ist ganz knapp, dann frisst ich den Rest nachher noch. Ich sehe, Entschuldigung. Rekultivierter, kommt denn aus. Jede Menge. Hä? Ist das nicht Koch gsi? Ah, lol. Genau. Also, Omi, ich gang schlafen. Ich habe mega viel Kalorien, dann machen wir jetzt wirklich mal so einen richtigen langen Schlaf. So, sehr schön. Ich denke, ich würde mir auch. Machen wir doch noch schnell einen Tee. Ich muss es gleich mal ausprobieren mit dem Hundefutter. Omi, ich leg dir das da an, wenn du so ganz hungrig bist und einen Snack willst. Dann schnappst du die Dose.
So, jetzt muss ich noch ein Riegel loswerden. So, dann warten wir schnell ab. Gewicht ist ganz knapp, aber ist okay. Milton ist mein letzter Speicherstand da. Omi, time to say goodbye. Oh, damn. Da lassen wir jetzt genau nicht auf den Arsch wieder. So, was machen wir da aus dem Dorf? Mehr kann ich nicht haben. Nein. Zwei Termen. Omi, tschö. Passt gut auf den Arm auf. Ich muss zur Tankstelle. Es ist morgen. Ich habe einen langen Weg von mir. Ich nehme es mal ein bisschen gemütlich zur Abwechslung. Dann können wir einen schönen milden Geniessen ins Vermögen. Und darum hätte es einfach geklappt. Was ich natürlich nicht schaffe, weil jedes Mal, wenn ich freise gehe, habe ich immer das Gefühl, ich habe etwas vergessen. Das ist ja da auch mal der Fall. Wahrscheinlich schreit er schon, ah, du Depp, du hast was vergessen. Aber ich höre auch nicht. Und so nehme ich das Schicksal seinen Lauf. Wolf kommt auch schon zum Abschied dort. Dann muss ich noch ein bisschen rennen. Weil von dem möchte ich mich eigentlich nicht verabschieden. Ja, Milton, eigentlich ein idyllischer Ort. Ich nehme mal noch die Notiz auf, vielleicht gibt mir das noch irgendein Quest im Feld. Ist dich wieder voll kalt heute, ne? Ist doch ein Wind. Ich hoffe auf das Wetter. Wird jetzt nicht wieder zum Blizzard. Das wird dann ziemlich uncool, darf man fairerweise. Ich habe das Gefühl, es kommt aber schon. Ja, jetzt verarscht mich einfach nicht wirklich. Es ist schon kalt, es fängt der Wind und es kommt Schnee. Jo, da geht's weiter. Nicht heute. Aber morgen. Bis dann. Tschüss.